Wie das mit Gleichstrom und Wechselstrom genau funktioniert, das weiß wohl nicht jeder mal ebenso. Aber die englische Bezeichnung für Gleichstrom und Wechselstrom, die kennt wohl fast jeder. AC/DC, und das liegt vor allem an der gleichnamigen Rockband. Die ist seit Jahrzehnten Kult und hat eine treue Fanbase in aller Welt. Bei denen ist die Freude nun groß, denn nach 6 Jahren erscheint nun ein neues Album. Philipp Wundersee. Es gibt wieder neues Kanonenfutter. AC/DC sind zurück, laut und rhythmisch. A Shot in the Dark. I hope everyone likes it there in Deutschland. I hope so. Die Hardrock-Band aus Australien. Mehr als 10 Millionen verkaufte Alben in Deutschland. Immer wieder volle Stadien. Bekannt für das Genie an der Gitarre in Schuluniform, der mit 15 die Schule schmiss. Genau das lieben die Fans an ihren Helden. Solche Bilder derzeit undenkbar. Ihre letzten Auftritte in Deutschland 2016. Die Live-Shows, schon damals das Wichtigste für die Fans. Wir gehen eigentlich zu jedem Konzert, was irgendwie erreichbar ist. Letztes Jahr war ich auf 10 Konzerte. Bin jetzt beim 29. Nein, 55. Und auch Angus Young sehnt sich nach einem Ende von Corona. Nach Konzerten, nach der Energie auf der Bühne, nach echtem Rock'n'Roll. Es gibt 5 in der Band, aber das 6. Mitglied ist das Publikum. Sie sind es, die das alles lebendig machen, besonders wenn du live spielst. Wir hoffen sehr, dass es ein baldiges Mittel gegen das Virus gibt und wir wieder schnell Konzerte geben können und endlich wieder spielen. Die Musik der Band, immer ein Versprechen. Man weiß genau, was man bekommt. Aber zur Energie von AC/DC gehören volle Arenen. Also warten wir und rocken weiter, bis die Pandemie im Griff ist.